Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ho, 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 Bushmills Cosmic Collection, 1996, 25 Jahre alt, 50,3%, 6 Jahre zuerst in Oloroso und dann dort Bourbonfässern zusammen vermehlt und dann reingeschmissen für ein weiterer 19 Jahre in einem Madeira-Fass. Oder Madeira Fässern. Ja, wow. Kostet, also Whiskey Base 220989. Der günstigste Preis, was ich finden kann, ist 524 Euro. Ich habe mir gleich von dem Importeur mir 2 Flaschen zukommen lassen. Eine habe ich geteilt bekommen, beinahe. Das ist auch krass. Und eine steht noch hier herum und wartet darauf, dass man das irgendwann mal vielleicht für mich abkauft. So schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen können. So, wo haben wir das jetzt hier? Unser Bushmills nochmal. Boom. Ja, genau. Ich habe tatsächlich 60 von 70 so CL verteilt bekommen. Ja. Um das in Perspektive zu setzen. 3 CL kostet zumindest bei mir knapp 26 Euro. 5 CL kostet ein bisschen über 41 Euro. Und dann dort, wenn man die volle Dröhnung haben möchte, 10 CL wäre das jetzt hier 79,90 Euro. So, das ist das Problem, wenn man einen Preis von 538,90 Euro als UVP praktisch denn so hat. So, wir schenken es ein. Ich werde es vergleichen. Aber womit vergleiche ich das? Ding, 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 ding. Whiskey Base Nummer 170166. Die legendäre, die unerreichte. Mein Whisky des Jahres muss 2020 gewesen sein. Der 28 Jahre alte Malaga Cask Strength. Also 53,6%. Es gab 698 Flaschen, a Germany Exclusive. Ich habe damals 388, glaube ich, war es, dafür bezahlt und ich fand das krank viel. So, einen Moment, jetzt habe ich, woanders bin ich hingegangen. So, klick, klick, klick. Ups, da war es dann gerade jetzt vorhin. Also eine Sekunde. Wow, Jason. So. Oh, das ist doof hier. Genau, das ist das, was wir haben. Das ist das, was ich nicht will. Und da habe ich genau 377 Euro damals bezahlt. Ich habe 3 Flaschen gekauft, 3 Flaschen geteilt. Und das war gutes Zeug. Ja, nur zum Vergleich, was das, der Unterschied bedeutet. Bei 10 CL waren wir hier 10 CL bei 56 Euro. Jetzt sind wir bei 79 Euro für die gleiche 10 CL. Dieses 10 CL habe ich von Sebastian bekommen. Danke dafür. Du warst auch von Farbe viel dunkler. Die guten alten Zeiten kann ich auch schon hier sagen. Ja, also super, super, super. Danke dafür, dass ich die Möglichkeit habe, es zu vergleichen. Ich habe nichts mehr. Ich habe alles verteilt. Aber meine 3 Flaschen hat mir jeweils, glaube ich, habe ich 3 CL behalten. Ich habe 9 CL insgesamt gehabt von diesen 1000 Euro Whisky, die ich verschenkt, verkauft habe, verteilt habe. Gut. Hier haben wir Madeira, hier haben wir Malaga. Also der Madeira-Moment kommt bam, also richtig stark durch. Also eine überreife Pfirsich mit Blutorange-Moment. Ein kleines bisschen hier Maracuja. 4 Maracuja. Yep. Und Vanille. Denkt dieser Eis vom Lagnese Split. Oh, anders, aber auch viel, viel mehr Rosinen.
Dieses tiefe Malaga, dieses Rosineis, dieses eher ein Rum-Moment. Wow, also beide sind hier Top-Whiskys, allerdings hier unserer, mein Favorit ist natürlich viel, viel besser. Ja, also hyper Flaschen, wie ich sagte, drei Flaschen habe ich für 9,77 damals bekommen. Ich war noch nicht mal direkt beim Importeur damals angemeldet, sondern musste die über irgendeinen Weinhandel besorgen jedes Mal. Eine hat das dann über Weihnachten sogar mit 10% Vergünstigung gehabt. Oh, habe ich gleich dann da, glaube ich, sogar zweimal danach zugeschlagen, um den Preis da zu kriegen. Der Preis, ich sag, für 3,77 gekriegt. Jetzt ist der Durchschnittspreis, das sei der günstigste Preis bei Whisky Basin 740. Und das geht hoch bei Whisky Agents bei 1.199 Euro für diese Flasche hier. Kein Whisky der Welt ist 1.200 Euro wert, wenn man es trinken möchte. Ein Tauschobjekt, ein Handels, eine Investition, ja, aber zu trinken, nee, auch das hier, also für diesen Preis, ich muss ganz ehrlich sagen, also 438 Euro, ach, viel zu viel Geld, viel zu viel Geld. Und jetzt liegt noch eine Flasche hier vorne bei mir im Regal herum. Wenn ich wählen müsste zwischen den beiden, der Malaga gewinnt. Wobei der Madeira ist dicht gefolgt. Tolle Nase. 1 bis 1 plus, 1 bis 1 minus. Gut. Sehr fruchtig. Sehr wow. In your face. Gut. Ist das jetzt hier mein Top 10 Whisky des Jahres? Wahrscheinlich. Habe ich mein ganzes Schießpulver jetzt hier im Januar verballert für Irish Whisky? Vielleicht. Wurde ich trotzdem ein Video da raushauen? Ja, endlich komme ich dazu. Mein Adventskalender hat alles ein bisschen durcheinander gebracht. Man möchte den ganzen Mundraum beschichten. Der ist gut. Also 1 minus auf jeden Fall gut. Oh. Maracuja, Blutorange. Da hatte ich noch etwas. Was war das jetzt hier gerade eben? Ein Geistesblitz. Blutorange, Maracuja, Pink Grapefruit. Wow. Super, super lecker, muss ich schon sagen. Super schön. Schokoladig, bisschen Nougat. Schöne, schöne, schöne Sache. So, einen Moment, ganz kurz runterkommen. Dann gehen wir hier rüber, probieren wir das nochmal. Ist schon fast 2 Jahre her, seitdem ich das mal hatte. Hier habe ich ein bisschen mehr Holz. Also 25, 28 Jahre. Wow, ist da eine Dichte an Geschmack. Wenn ich den jeden Tag trinken dürfte, auch nur einen Schluck einmal am Tag für ein ganzes Jahr, ich glaube nicht, dass mir langweilig wäre dadurch. Was hier auffällt, ist, der ist runder. Hat zwar mehr Alkohol,
Hier waren wir dann bei unserer 50,3. Hier haben wir unser 53,6. Aber dieser Malaga-Fass hat den ein bisschen irgendwie weicher, runder gemacht. Er hat ein bisschen mehr alkoholische Ecken. Also, jetzt bin ich ein Königsegg mit einer McLaren zu vergleichen. Also, da sind beide super, ultra, premium, bla bla bla. Hier habe ich tatsächlich im Abgang mehr dunkle Schokolade. Ein bisschen mehr Holz hinten raus. Ein bisschen mehr Tabak. Und diese Rosinenintensität, also wie ich sagte, die Geschmacksaromen sind so komprimiert, dass ich sie gar nicht so auseinanderzehren kann ganz. Und deshalb tue ich das böse, böse, böse Moment, dass ich hier mir erlaube, ein bisschen Wasser reinzutun. Ich böse, böse, böse Mensch. Ich werde meinen Whisky hiermit nicht kaputt machen, sondern ich möchte tiefer einsteigen. Und das, denke ich mir, ist erlaubt bei solchen Granaten. Der hält sich besser mit Wasser. Und da habe ich mehr Wasser reingegeben als hier. Der bricht schon leicht auseinander. Der wird sogar fast intensiver, wobei für mich weniger intensiv, sondern mehr greifbar. Der wurde schon verdünnt. Okay. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich ein bisschen parteiisch bin, dass der 28 Jahre alte Malaga einfach mal ein Hit war und der 25 Jahre alte Madeira sehr, sehr gut ist, aber nicht ganz rankommen kann. Interessant wäre ein Blind Tasting zu sehen, ob ich meine Vorurteile habe oder ob ich tatsächlich das denke, glaube und überzeugt bin. Cheers. Wie ich vorher meinte, der Alkohol schiebt hier ein bisschen mehr. Oh ja, also ich würde tatsächlich immer wieder mit Wasser arbeiten, um ein bisschen zu strecken, ein bisschen mal dieses, oh, einfach mal danach tief einatmen. Oh ja. Ja. Wie gesagt, zwischen 1 minus und 1 plus. Also für euch bei Whiskey Base 92, 93, 92 Punkte. Diese konzentrierte Madeira-Moment hat mehr diese Maracuja, diese ein bisschen Pfirsiche mehr habe ich denn da, überreiche Pfirsich. Vanillig, mehr Alkohol. Ja, Preis. 538 Euro. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen 4. Preis-Leistung? Nein. Dennoch wird das wahrscheinlich und bleibt es wahrscheinlich der beste Irish Whiskey, den ich dieses Jahr probieren werde. Und von daher ist dieser Whiskey leider mit unserer heutigen Preispolitik angesetzt bei einem Preis, der fair ist für Bushmills. Für uns Liebhaber von Whisky, auf Englisch heißt es, they priced us out of the category. Die haben den Preis so angehoben, dass es nicht mehr in unserem Budgetrahmen drin ist.
Ich könnte mir für 377 € irgendwie einreden, dass ich damit vielleicht mit dem Auto weniger fahre, ein bisschen mehr, denn mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, spare ich mir das Geld irgendwie zusammen. Aber für eine einzige Flasche 0,7 jetzt hier 538 auszugeben, ist das einfach zu viel. Einfach zu viel. Es tut mir einfach in der Seele weh, zu überlegen, Mensch, ich hätte 500 € irgendwohin spenden können. Ich hätte 500 € mit meiner Frau ein paar schöne Tage machen können im Urlaub. Wellnesshotel, einfach mal gut gehen lassen. Ich hätte einen ganzen Satz Winterreifen kaufen können oder Sommerreifen oder sonst was. Also, versteht ihr, das war, oder ich hätte für meine Kinder eine komplette Klamottenauskleidungstag machen können und was man alles machen könnte mit 500 plus Euro. Aber wer einfach mal das Geld hat und das Geld für Spirituosen ausgeben möchte, er ist mit dieser Flasche hier absolut, absolut super toll bedient. Sehr, sehr lecker. Wer sich glücklich schätzen kann und sagt, ich habe von der 28-jährigen Malaga für Deutschland, von Crossways Collection, noch irgendeine Flasche herumliegen und würde es dann tatsächlich zu Einkaufspreis wieder abgeben, damals vom 300, ich glaube 88, ich habe es für 77 dann geteilt gekriegt. Hier, ich würde gerne nochmal eine Flasche kaufen und nochmal teilen aus Set. Damit Leute einfach so einen Unterschied hier merken können. Wir sind durch den Causeways Collection von Bushmills sowas von, das Wort verwöhnt ist nicht richtig, be beschenkt. Wir sind beschenkt, dass wir schmecken können, was Bushmills für super tolle Sachen gemacht hat. Vergiss nicht, also das hier wurde tatsächlich dort im Jahr vor 19 Jahren, 2002 war das, ja. 2002 wurde das jetzt hier umgefüllt. Wenn ich die Geschichte, genau, die Geschichte hier nochmal und Alex hier, Alex Thompson ist unser Master, heißt sie Blender? Oh, ja, genau, Blender ist jetzt denn da, das ist schon bevor die Mexikaner das übernommen hat. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ja, ich habe hier nochmal geschaut. Wen kann ich bedanken, das umgefüllt zu haben hier damals in Malaga und damals in Madeira? Pernod Ricard. Pernod Ricard hat die Brennerei 1988 dann übernommen, weil sie dann Irish Distillers aufgekauft haben. Und Diageo hat die Brennerei erst 2005 bekommen. Hier steht, umgefüllt war das in 2002. Das heißt, Diageo hat das Fass einfach nicht geleert. Und dann haben wir jetzt José Cuervo ist jetzt der neue Brenner, also der neue Besitzer. Diageo hat mit denen getauscht. Einmal Tequila gegen Bushmills. Ich glaube, José Cuervo hatte bessere Sache bekommen, aber keine Ahnung. Aber danke, Pernod Ricard. Danke, Pernod Ricard, nochmal. Danke nochmal, Pernod Ricard. Damals dieses Weitsicht da zu haben, 2002. Dieses nach, leider nach diesen 6 Jahren nur, dann umzufüllen, für weitere 19 Jahre liegen zu lassen. Dort in diesen Madeira-Fässern. Bravo, bravo, bravo. Und das Gleiche gilt auch hier für dieses Fass hier. Auch da ist, wenn ich alles richtig verstehe, Pernod Ricard auch nur dran schuld. Diageo hat null Aktien drin gehabt. Wir können nur Diageo bedanken, dass sie diese Fassung in Ruhe gelassen haben, sodass wir jetzt hier nach 28 Jahren dieses hier genießen können. Ich habe zu schnell geschluckt. Ich hätte noch mehr in meinen Mund hin und her zwischen müssen. Ich bin nicht würdig, in diese Kategorie Whiskys hier zu probieren, zu genießen, zu bewerten. Eins plus. Das ist
Der beste Irish Whiskey, glaube ich, den ich jemals im Glas hatte. Immer noch. Wow. So, bin ich bereit, 500 Euro oder jetzt bin ich bereit, hier 700 etwas Euro auszugeben für eine neue Flasche? Nein. Es ist denn vom 3,77 auf 4 ging, habe ich auch. Ah, nein, kann ich nicht. Und dann ist es 5 und dann 6 und dann 7 wurde, habe ich auch bei Auktionen gibt es, tauchen die Flaschen manchmal auf. Ich biete immer bis 400 Euro. Ich krieg nichts. Hier habe ich gesagt, okay, war das neu. 500 Euro, schauen wir mal, was wird. Ach, ja, gut. Eine Flasche fast verteilt bekommen. Eine Flasche noch hier. Falls du noch ein Sample haben willst, schreib mich mal an, whiskeyjason@gmail.com oder über die bekannten WhatsApp-Kanäle und ich kann für eine 10 CL, die übrig ist, vielleicht was abgeben, wenn noch da was ist. Oder am liebsten wäre mir die einfach die zweite Flasche irgendjemand glücklich damit zu machen, dass man selbst einfach mal so seine Freude haben kann. Meine Frage des Tages. Zwei Fragen des Tages. Erstens, die teuerste Flasche, die du jemals gekauft hast. Zumindest das war die teuerste Flasche im Jahr 2022 für mich, die ich gekauft hatte. Gut, das steht erstmal fest. Und die zweite Frage ist, Causeways Collection von Bushmills. Welche hast du bisher im Glas gehabt und wo warst du einfach hin und weg und sagte, danke, 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 dass es diese Whisky gibt und ich dürfte diesen Whisky probieren. Das ist hier mein Erlebnis bei beiden Whiskys heute. Danke. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ihr merkt, es lohnt sich, in meiner WhatsApp-Flaschenteilen-Gruppe dabei zu sein. Auch wenn ich vielleicht 100 Flaschen teile und du sagst nein. Bei so etwas sollte man ja sagen. Ich kenne keine andere Flaschenteilung-Gruppe, wo die geteilt wurde. Vielleicht gab es die, vielleicht gibt es sie, aber mir ist es nie aufgefallen. Ich habe nicht gesucht, aber solche tolle, tolle Produkte gibt es auch. Und es gibt manchmal ganz, ganz billige und ganz, ganz coole Sachen dabei, die man einfach auch dann probieren kann. So, wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier für eine Verkostung. Es sei denn, wir haben einen Livestream an dem Abend, denn meistens 21 Uhr. Bis dahin sehen wir uns. Whiskey Jason. Ciao.